sieht's besser aus. Nochmal Pickup hier. Oh ja, viel, viel besser. Viel, viel besser. Das ist jetzt schon zu viel fast für ihn, oder? Gut, lassen wir das jetzt mal laufen. Dann brauchen wir noch auf der anderen Seite. Keinen Knick machen, so ist besser. Okay. Völlig im Fahren von mir weiter links. Und ich weiter rechts. So. Das ist zu viele Fasern. Okay, okay, warte. So kann ich noch schneller machen, ne? Kann ich ja so, so, so. Okay. Das lassen wir jetzt ein bisschen laufen. Und schauen, wie sich das denn entwickelt. Aber ich habe den Verdacht, dass hier zu viel hergestellt wird. Dass der eine gefährlich hinterherkommt. Dann könnte man aber immer noch in Modulen arbeiten, was ich bisher vermieden habe. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, genau warum. Vermutlich braucht es zu viele hellblaue Tränke für irgendwelche Forschungssachen. Nö, kann eigentlich nicht sein. Die Modulforschung läuft ja komplett über die Modulteile. Die da. Modules hier. Speed Module. Braucht die Module Case, Mainboard und Contact. Und das war alles mit dem Ferric Solution Zeug. Sollte also hier in der Nähe sein. Ist aber nicht. Stattdessen wird die Ferric Solution hier eben gerade nach oben gepumpt. Oder wurde von einem Giruwehr nach oben verlagert. Das heißt, oben ist in die Modulherstellung. Hm? Ja. So, ein Stack davon. Ein Stack davon, ein Stack davon. Und ich könnte jetzt einfach welche bauen. WTF? warum habe ich das nicht? Bisher. Ja, jetzt bräuchte ich aber auch noch Stromsparmodule, ne? Die da. Dafür bräuchte ich 12 von denen. Brauchst du noch die und die und Solder? Muss ich unten holen. Ja, ich denke, irgendwie wird damit angefangen, ist einfach nicht zu Ende gebracht, was in sehr seltenen Fällen mal vorkommen sollte. Das heißt, wenn das Ding jetzt da oben ein bisschen versorgen mit Rohstoffen, dann kann ich regelmäßig auch die ganzen schönen Sachen erforschen. So genau. Nehmen die mal alle mit. Davon ein paar mehr Stacks. Und das bitte mal auf 3. So. Und dann kann ich eigentlich in fast jede Maschine, die wichtig ist und die ich schnell genug produzieren muss, immer einen grünen, einen blauen reinwerfen. Oder einen blauen, zwei grüne. Muss ich dann mal gucken, wie das genau, wie viel was reduziert. Kann man auch mal das Eisen selber nehmen hier. Bisschen Stahl auch noch. Okay. Achso, ihr seid am Entrashen. Das ist ja lieb von euch. Noch was, was entrashed werden müsste. Gold müsste noch raus. Eine Pumpe müsste raus. Alte Rohre müssten raus. Ich könnte es aber selber in die Kiste legen, aber nö, nö, nö. Okay, war schön. Service hier, ne?
Achso, ihr braucht auch noch eine Kiste. Also ich brauche 12 Grüne für die Forschung. Hier ist soweit alles okay. So, du kannst die Forschung schon mal. Da. Also das macht jetzt Energy Consumption minus 25%. Also nice. Und die hier steigern Energy Consumption um 50%. Also ja, wenn ich einen blauen und zwei grüne reintue, habe ich 30% mehr Speed. Ohne mehr Energieverbrauch. Sehr gut. Achso, die grünen Dinger schon mal in die Forschung schmeißen. Aber es ist ja nur eine einzige Modulforschungsanlage. Das dauert ein wenig. So. Oder auch nicht. Okay. Ich habe die Kisten auch wieder nicht beschränkt, ne? Ja gut, aber die haben eh nur begrenzt Ressourcen, die sie verbrauchen können, weil ich das von Hand reingelegt habe. Aber nur für die Zukunft, damit da nichts außer Bahn läuft, mal auf 3 beschränken. Okay. Du kannst auch noch weg. Achso, und ich war gerade dabei, Logistikbots zu bauen. 10 Stück. Gut. Hier, ne? Dann können wir auch gleich die nächste Version von den erforschen. Das wäre dann minus 30%. Das heißt, wir hätten dann 30% mehr Geschwindigkeit und 10% weniger Stromverbrauch. Allein mit den Stromverbrauchsdingern, die können wir überall reintun, wo viel verbraucht wird, ne? Also in alle Algenfarmen zum Beispiel, alle Electrolyzer. Boah, das hätte ich viel früher machen müssen. Dann hätten wir noch viel weniger Stromprobleme als jetzt schon. Ja, sehr schöner Fund davon. Gleich das nächste. Go. Das sollte dann jetzt auch schon reichen mit den 20. Bots weg. Neun sind noch drin. Wir haben jetzt 20. Es brauchen sie nur 25. Ja, sollte passen. Eventuell fehlt einer, aber hoffen wir das Beste. Und die grauen Dinger, die sollte ich mir auch mal mit. Oh, sind hier gar nicht. Wie stellt man denn die Grauen her? Plastik und Alu. Ist doch auch alles hier. Warum macht das keiner? Hier, warte, rechts daneben. Von da unten. So. Ah, nicht gut. Nee. So. So muss er nicht ganz viel knicken, ne? Hauptsache es arbeitet. Mach einfach. Und auch beschränken auf 3 Sticks. Gut. Her damit.
Energieforschung ist auch gleich durch. MK3er, Speed und Stromverbrauch. Irgendwann kommt dann Upgrade von den Circuits Boards zu irgendwelchen Motherboards oder andere Boards, Logistikboards. Das ist dann der erste Bump, der das schwieriger macht. Da müssen wir dann schauen. Da ist das Ding. Ja. Efficiency Logic Board. Ja, nee, hier hört der Spaß erstmal auf. Das heißt, die nehmen wir wieder mit und basteln uns daraus schöne Chips. So. Und dann gehen wir jetzt in unsere Testanlage und gucken, wie sich das da alles auswirkt. Stopp. Genau, lass mal durchfließen. Das kann man alles hier irgendwo in der Kiste. Wer braucht die Fasern überhaupt? Du brauchst Fasern. Also ich muss es so hinbekommen, dass vom Fließband was weggenommen wird, aber nicht zu viel weggenommen wird. Achso, warte, die kurz abbrechen und die MK2er von den Grünen machen. Ja, muss schneller gehen. Was haben wir da? Crafting Speed plus 30%, Stromverbrauch ist noch plus 20. Wird sich gleich legen. Hier ist auch noch ein Bottleneck, sehe ich gerade. Ebenfalls behoben. Blieb. So, 30% schneller und 10% weniger Stromverbrauch. Ist jetzt bei einem Liquefier, glaube ich, nicht so super wichtig, aber bei... Oh doch, verbraucht mehr Strom als eine Eigenfarm. Ne, ist alles gut. Dann modst die auch mal auf, dass die alle schön höhere Stufe haben. Oh, das funktioniert. Vier... Okay, die sind noch einigermaßen voll, aber es sollte sich jetzt langsam reduzieren. 4 Algenfarben MK2, ein Liquefier MK3. Das wäre die neue Idee. Wird weniger, ne? Ja. Aber sowas können wir alles feintunen. Wenn jetzt die Algenfarben doch nicht schnell genug alles produzieren für den Liquefier, der aufgemotzt ist, dann haben wir halt hier Speedmodule rein. Wenn der nicht hinterherkommt, dann nehmen wir ein Stromverbrauchsmodul raus und tun dafür noch ein Speedmodul rein und so. Das kann man jetzt alles herrlich feintunen mit Modulen. Du bist wieder zu schnell. Ach ja. Kriegst aber mal eine Kiste mit Paste. Mit Zeug. Oh, die fehlt. Was? Achso, du hast so viel Paste für zu viel Holz und dann alles gut, okay. Mach so, dann ist es langsamer. Sollte passen. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein einigermaßen gutes System für die Zukunft gebastelt und wir haben genug Fasern für den braun-blau-Chip-Produzentbereich hier. Mit. Das heißt, wir können uns um die nächsten Probleme kümmern. Oder Vorbereitungen. Denn ich glaube, das. Oh Mist.
Heute ist Freitag. Okay, eine Folge Vorbereitung habe ich noch vor dem Stream. Oder sogar zwei. Ja, aber ist nicht mehr so viel. Also wenn ihr jetzt noch weitere Vorschläge habt, ich habe jetzt alle Vorschläge bis 15 Uhr am 9.6. beachtet. Wobei hier ist noch einer mit dem Forschungsstream, dass wir ein wenig da planen könnten und auch die Poles bzw. die Substations vergleichen in höheren Tech-Stufen, ob man nicht vielleicht doch lieber ein Muster mit den Substations machen möchte. Ja, das kann ich noch fix machen. Gehen wir einfach mal hier hin. Nehmen wir die höchste Stufe. Da sind wir noch eine Weile von entfernt. Ne, nehmen wir lieber die MK3-Stufe. Okay, also MK3 Medium Electric Pole hat keinen Tooltip. So, Substation. Hard Supply Area 30x30. Ist aber auch 2x2 groß. Glaube ich. Wird leider nicht angezeigt, okay. Und wo sind die anderen jetzt? Nee. Da sind die. So, die haben nur eine 11x11er. Das ist richtig. Es wäre schon praktisch, dreimal so viel Abdeckung zu haben. Ich kann noch nicht mal normale Substations bauen. Warte. Britzel die Wupp. 600. Ja, also ich kann auch die Tech-Stufen nicht vergleichen. Also ich kann nicht eine 3er MK3er Substation mit einer MK3er Pole vergleichen. Weil ja, die Substation ist da eindeutig besser, aber man braucht wesentlich mehr Tränke, um auf die Tech-Stufe zu kommen. Ich meine, wenn wir jetzt schon 600 Hellblei brauchen für die MK1er, dann 900 für die 2er. Nee. Aber eventuell ist die Aussage mit ultimativer und letzter Insel eh noch ein wenig kindhaft in der Anmaßung. Also eventuell gibt es dann noch eine Insel danach. Weil es ist noch ziemlich viel Deckkram vor uns, wenn ich das gerade so sehe. Ja, also ich bleibe dann erstmal bei den Poles. Und wenn wir dann später einfach so mal 3000 hellblaue Tränke aus dem Ärmel schütteln können, dann kann man immer drüber nachdenken, eine andere Insel zu bauen mit Substations. Denn MK4er Substations. Aber so finde ich das hier eigentlich ganz okay. Nicht ideal, aber okay. Und ist auch schon vorbereitet für die blaue Version, also für MK3. Für die wir. Pole. Für die wir nur 600 brauchen. Keine 2000, 3000. Titanium Plate. Sind auch schon da, ja. Also die Poles könnten wir sogar relativ zügig auch schon bauen. Wenn sie das mit dem Glas jetzt ein wenig einpendelt, dass die hellblauen Tränke schneller hergestellt werden. Gucke ich auch nochmal ganz kurz hin. Ja, sieht ruhig aus hier. Den hellblauen. Wobei, jetzt haben wir auch Glas. Wo ist jetzt das Problem? Ist genug Fuki da? Sind genug davon da? Sind genug davon da? Sind... Oh. Was fehlt hier? Methanol... Gas ist... Nafta fehlt. Wieso fehlt denn das Nafta? Was ist denn da los? Wir haben zu viel von irgendwas. Da, Natural Gas. Stein, Ziegel. Wo zum Geader?
So, einfach einen Tank dran hängen. Sehr gut, jetzt sollte Nafta auf die hergestellt werden. Advanced Chemical Plant können wir noch keine Wire bauen. Nö. Wir sollten es jetzt regeln. Okay, das passt.